Das ist die Frage schlechthin. Es sieht im Augenblick ja danach aus, als ob die gleiche Formation aufläuft, Thomas. Sinnvoll, wie nachvollziehbar ist das gerade nach dem 7:1 gegen Brasilien? Ja, alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Also man stellt sich mal vor, er ändert jetzt die Formation. Klose raus, Müller nach vorne, Götze rein. Und wir würden nicht gewinnen. Also das würde ja diese Diskussion wieder voll befeuern, die wir vor dem Turnier hatten. Und Mario Götze. Also Mario Götze ist ein super Spieler, ein super Talent. Aber der kann wirklich froh sein, dass er bei diesem Turnier nicht die erste Reihe spielt, sondern dass wir alle über Mesut Özils Leistung diskutieren, weil Mario ist überhaupt nicht da. Also Mario hat überhaupt nicht zu seinem Spiel gefunden. Und wenn Mesut besser gespielt hätte, würden sich alle auf Mario Götze stürzen. Und das ist sein großes Glück. Deswegen glaube ich nicht, dass Mario da eine Rolle spielt in den Überlegungen des Bundestrainers. Gab es auch keine Andeutungen oder irgendwelche Dinge, die jetzt auch beim Halbfinale eine Rolle gespielt haben, dass Julian Draxler eingewechselt worden. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir mit der gleichen Formation spielen wie gegen Brasilien. Wäre ein großer Fehler, die Formation zu ändern. Also es spricht einiges dagegen. Erstmal die enttäuschenden Leistungen von Götze. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen konnte, dass der Spieler des Turniers wird, weil auch der hat beim FC Bayern alles andere als überzeugt in dieser Saison. Das ist für mich die größte Enttäuschung, weil ein Spieler mit diesem begnadeten Talent, der mit so viel Können eigentlich gesegnet ist, so wenig daraus macht, ist wirklich eine große Enttäuschung. Ganz kurz, um bei Götze zu bleiben, der hat bei Bayern auch relativ wenig Einsätze bekommen, aber über die volle Distanz, warum jetzt denn? Auch nicht. Warum ja, gut, aber braucht nicht einer wie Götze so etwas wie in Dortmund, ja, gut, aber auch gepampert zu werden, Einsätze um dann zu großer Leistung kommen Einsätze zu können. Muss man sich natürlich auch verdienen durch Leistung im Training. Und ich traue Pep Guardiola schon zu, wenn Götze im Training der überragende Mann gewesen wäre und überzeugt hätte, dass er dann mehr Einsätze bekommen hätte. Also nochmal, wer mit so viel Talent gesegnet ist und dann so wenig daraus macht, das ist eine große Enttäuschung. Ja. Gegen seinen Einsatz heute. Der zweite Punkt, der dagegen spricht, die Anfangsformation zu ändern, ist, dass Thomas Müller vorne drin als Spitze, falsche Neun, wie auch immer, nicht gut spielt. Die besten Leistungen bringt er, wenn er über die rechte Seite kommt, wenn er Wege machen kann, wenn er den Gegner überlaufen kann. Und Miroslav Klose muss spielen, weil die Argentinier Angst haben vor ihm. 2006, wer hat den Ausgleich gemacht? Miroslav Klose. Also vor diesem Spieler hat man Respekt. Und ich wette nicht, weil so viel Geld habe ich gar nicht, aber Klose macht heute ein Tor. Gol, 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 gol